Beim Weidhofener Mobilitätstag, der von der Stadt und der Radlobby organisiert wurde, stand naturgemäß das Fahrrad im Mittelpunkt. Ob ein- oder mehrrädrig, ob Lastenfahrzeug oder elektronisch ausgefeilt, familiengerecht, alles war an diesem Tag vorhanden und bereit zum Ausprobiert werden. Eine besonders innovative Parkmöglichkeit für das Fahrrad konnte man sehen. Ist das der Mercedes? Ja, das ist mehr oder weniger einer der Mercedes. Mercedes hat mehrere Modelle. Insofern einmal was anderes. Erst einmal wird der Prose-Motor verbaut. Das ist ein geräuschloser Antrieb, der auch sehr schön in den Rahmen integriert ist. Der Akku ist unten im Unterrohr platziert. Ist von der Bedienung her sehr einfach, hat nur drei Knöpfe, kein Display, keine Geschwindigkeit. Und auch erste Versuche auf dem Gleichgewichtssektor fanden statt. Bis dann ein Meister seines Faches, der sympathische Burgstaller Thomas Pechacker, die Leute zum Staunen und zum Jubeln brachte. Pechacker wurde in Südafrika Junioren-Vize-Weltmeister im Bike Trial. Der Trend zum Rad ist ungebrochen und auch Weidhofen unternimmt alles, um den Radverkehr zu stärken.